Das ist eine Weidenblattlarve, die auch unsere ganze Biologie widerlegt. Aber so wie wir es schon bei der Genetik gelernt haben, Erbgut in Auflösung, dieser Artikel aus der Zeit 2008, dass die Genetik sagen, alle Vorstellungen haben sich widerlegt, alles. Weil es gibt keine stabilen Chromosomen, bloß den Virologen haben sie es nicht gesagt, die machen immer noch so weiter. Auch diese Forscher gehen damit nicht an die Öffentlichkeit und sagen, dass allein schon durch das Studium dieser Weidenblattlarven, da gibt es welche, aus denen werden Knochenfische, aus denen werden Echtfische, dann gibt da welche, aus denen werden Süßwasserfische, Meeresfische und so weiter. Die beweisen auch, dass die ganze Zelltheorie des Lebens falsch ist. Wenn die ihren Dotter aufgebraucht haben und in Wasser sind, es null Nährstoffe haben, wachsen die immer weiter. Sie wissen jetzt warum. Weil es holt in Kontakt aus dem Wasser diese Substanz auf, die einfach dicht ist, fettlöslich und die Bausubstanz des Lebens ist.